Verschwinden wir von hier. Ja, wir verschwinden und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Fablö 3, wo wir Laszlos Olle ihm wieder aushändigen. Voller Freude, aber schlechten Gewissens. So ein lieber Kerl. Das hat er nicht verdient. Laszlo! Oh nein. Geraldine, oh mein Kopf. Dieser Fiesling Nigel Ferret muss mir hinterrücks eine verpasst haben. Schatz, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Sexszene. Danke. Ihr habt die wichtigste Person in meinem Leben gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ach, was ist doch klar. Ihr habt Geraldine gerettet. 30 Gildensiegel gibt's dafür. Da freue ich mich natürlich ein bisschen. Ich war so besorgt um euch. Ja, vielen Dank. Dank meinem Retter ist alles gut verlaufen. Dieser große, starke, flinke, schlaue Retter hat mich da rausgeholt. Habt ihr mich vermisst? Natürlich. Ich habe nie an etwas anderes gedacht, als endlich wieder bei euch zu sein. Oh, kommt her. Erotisch wieder. Ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, da können wir gehen, ne? Gespräch ist auch vorbei. Die eimern jetzt hier noch ein bisschen rum und warten, bis ich weg bin, damit sie ja Wiedersehen feiern können. Bitteschön, die Herrschaften. Lasst es knallen. Oh, knallen. Knallen. Lasst es knallen. So rum wird ein Schuh draus. Und ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder raus. Bauerstone Industriegebiet. Ach, da ist eine Leiter. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich wusste nicht genau, wo wir rauskommen. Angriffe durch Hund. 199. Hund ehrt 99, sozusagen. Und, da liegt noch ein Brief. Brief, egal. Okay, das waren die Senkgruben. Was sagten die Wache jetzt? Die ist gar nicht mehr da. Gut, haben wir die Quest erledigt einfach. Und haben wir direkt mal ein paar Dougal gesammelt. Die Frage ist, wir müssen jetzt noch ein paar Freundschaftssachen abliefern. Fällt mir da gerade ein. Da gucke ich mal ganz kurz hier auf der Wanderkarte. Willkommen im Unterschlupf. Schnauze, Opa. Ich gucke mal ganz kurz auf der Wanderkarte. Quests haben wir überall. In Brightwall müssen wir diesen komischen Typen was abliefern. Und da haben wir auch gleichzeitig noch den entkommenen Häftling. Dann machen wir das auch nochmal ganz kurz. Krimineller auf der Flucht. Der leuchtende Pfad. Ja, dann reisen wir mal gleich in die Nähe und gucken einfach mal, was mit dem Häftling auf sich hat. Das kennen wir ja schon. Wir laufen Hand in Hand durchs Ländle. Hallo. Echt schön, euch zu sehen. Ein Schurke läuft frei herum. Helft uns. Ach so, Verbrecher fangen, natürlich. Toll. Ich stehe in eurer Schuld. Also, bis ich euch bezahlt habe. Natürlich. Habe ich mir schon fast gedacht, dass da nicht lang, eine langfristige Angelegenheit draus wird. Und außerdem müssen wir das dann bald wieder machen. Ich glaube, diese Verbrecher fangen ist auch so ein immer wieder Ding. Wie damals die Sklavenhändler, nur dass wir hier einfach nur kurz mit dem NPC um die Wette laufen. Bist du es? Du bist es. Oh, bitte, Schatz, lasst mich rein. Es ist kalt hier draußen. So, da haben wir ihn. Dann geht voraus. Schön, okay, ihr habt recht. Das geht schon in Ordnung. Der Jay. Naja, das ist, Seid ihr bereit zum Abmarsch? Dieses Händchen halten, finde ich... ich finde das schön, wenn man mit Leuten machen kann, die man liebt. Aber nicht einfach mit allen oder mit Kindern, wenn man die aus der Höhle rettet, wie mit der Kleinen. Aber doch nicht einfach mit allen und vor allem nicht mit so einem Verbrecher, den man fängt, ganz hier nicht Hand in Hand. Das ist... Weiß ich nicht. Hätte ich dann vielleicht noch eine andere Animation spendiert für sowas? Ach, naja, hier kommt der Verbrecher. Hier haben sie es auch geschafft mit der Animation, hier mit dem Zerren. Ihr seid so ein Wohltäter, ja? Oder macht ihr es des Geldes wegen? Dann ja, seid beides. Ihr nicht besser als ich. Ich mache es auch des Geldes wegen. Okay, ich schlag euch was vor. Lasst mich gehen und ich verrate, wo ihr die legendäre Sandgans findet. Oh, das ist der berüchtigte 2C-Thompson. Der reißt immer ganz schön das Maul auf. Gute Arbeit, danke. Ich melde mich, wenn ich wieder eure Hilfe brauche.
Jetzt herrscht wieder Ruhe in Brightwall. Gut gemacht. Belohnung. Nichts. Wow, da freue ich mich sehr. Endlich haben wir eine Belohnung von nichts. Das hat sich sehr gelohnt. Aber na gut, wir haben das gute Gefühl, gehört was Gutes getan zu haben. Wirklich einem Abenteurer? So, guck mal da vorne. Kennt er den noch? Hallo, Freund. Das weckt Erinnerungen, an die ich nicht nachdenken will. Hier war das Hühnerrennen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Dann rennen wir mal kurz nach links herüber. Schmückt eure Wangen mit einem Bart. Ach ja, wir haben noch einen Bart, den wir ausprobieren könnten. Das ist doch albern. Ich weiß, dass ihr da seid. Macht auf! Warum nackt herumlaufen, wenn man Kleider trägt? Bitte, mein Schatz. Es tut mir so leid. Ich mache es wieder gut. Das habe ich schon mal gehört. Bei den ersten Enttäuschungen fand ich eure Unbeholfenheit ja noch irgendwie niedlich. Aber das hat sich längst abgenutzt. Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten. Das ist wirklich furchtbar. Furchtbar öde, meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Vor unserer Hochzeit war meine Frau noch süß und lieb. Doch jetzt ist sie sauer und verbittert. Sie kommandiert mich herum. Sie meckert. Schlimm. Es ist einfach schlimm. Aber bei einer Scheidung bekommt sie die Hälfte meines Vermögens. Also recht viel. Oh, wäre ich doch jemand anders. Moment. Was, wenn sie jemand anderen hätte? Wenn jemand wie ihr um sie werben und ihr sagen würde, er sei reicher als ich. Sie würde die Scheidung wollen, um euch zu heiraten. Und ich wäre frei. Natürlich müsstet ihr sie nicht wirklich heiraten. Gleich nach der Scheidung verlasst ihr sie einfach. Oh, dann würde ich zu gern ihr Gesicht sehen. Ich weiß, das klingt scheußlich, aber es könnte meine Rettung sein. Macht ihr es? Ja, also ganz ehrlich, wenn sie ihn jetzt verlässt für jemanden, der einfach nur mehr Geld hat, dann helfe ich gerne. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Gedrückt halten, oder nee, haben wir gar kein Problem, weil dann verlässt sie ihn ja nicht. Also auf jeden Fall können wir das Spielchen mitmachen. William zur Scheidung helfen. Ihr macht es. Oh, das ist das einzig Gute, was mir seit Jahren passiert ist. Sie ist drinnen. Da könnt ihr anfangen. Ich gehe dann so lange in die Schenke. Es sollte nicht allzu schwer sein. Ihr geht rein, schmeichelt ihr, schenkt ihr Schmuck. Und sie gehört euch. So war's bei mir. Das war's? Nee, so leicht ist die auch bestimmt nicht zu haben. Boah, das Bild da oben. Ich hoffe, das ist kein Spiegel. Verführt Veronica. Ich. Fluchtmöglichkeiten schon mal abwägen. Durchatmen. Und. Hallo, Veronica. Was ist denn? Sagt nicht, dass ihr über irgendwas reden wollt. Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr wärt mein Mann. Wie konnte ich jemanden wie euch nur mit jemandem wie ihm verwechseln? Oh, naja, Gott. Was kann ich denn für euch tun? Ich dachte zuerst gerade, das wären Brustwarzen da im Dekolleté, links und rechts mit so Nippeln, die rausgucken. War ich kurz irritiert. Könnte aber sein und das will ich. Ich gucke jetzt einfach woanders hin. So, seht Veronica an und drückt A um den Interaktionsmodus. Wir interagieren mal wieder. Ihr seht gut aus, Schatz. Etwas Neues würde mir auch gut stehen. Nein, ich mache jetzt keinen Witz damit, dass mir auch gleich was steht. Na, stehen würde. Was gut stehen würde. Also, ich hier tanzen, oh. Einfach tanzen. Ich dachte, Crockett sei langweilig. Verglichen mit der Ehe da ist sie. Hey! Flieg, mein kleiner Grashüpfer, mein kleiner ekelhafter Grashüpfer. Ja. Hallo. Na? Auch hier? Komm, wir klatschen. Dübe 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 slap dübe dübe slap dübe dübe slap slappity slap slappity slap 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 slappity slap. Na, Süßer, mit euch kann man ziemlich viel Spaß haben. Wesentlich mehr als mit meinem Ehemann.
Wisst ihr, er liest ständig oder arbeitet im Garten. Öde. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal etwas für mich gemacht oder Schmuck für mich gekauft hat. Ich liebe Schmuck übrigens. Oh Gott. Er kauft Schmuck. Warum soll ich den Schmuck, also ganz ehrlich, ich will für die gar nichts kaufen. Vielleicht ein Schleudersitz. Okay, jetzt müssen wir extra hier noch zum Laden, zum Bütchen, aber ich glaube, es ist sicher schwer. Es muss eine Last sein, es herumzutragen. Ich hoffe, die Bütchen gehören uns. Ich bin mir nicht sicher. Schmuck. Wir haben noch Schmuck. 250, komm, wir kaufen Schmuck. Was darf sein? Ausgezeichnete Ware. So, sie liebt Schmuck. Etwas Bestimmtes? Oder nehmt ihr heute ein? Ich glaube, im normalen Spielstand, den ich überschreiben musste, hatte ich bereits Schmuck. Da hätten wir jetzt keinen kaufen müssen. EVTL oder das gehört einfach zur Quest. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach. Ich liebe Schmuck übrigens. Igitt. So, hier ist ein scheiß Schmuck. Aus dem Automaten. Oh, sieh mal an. Oh, wie wunderschön. Danke. Das gefällt mir. Verführt Veronica. Noch mehr Verführung. Och, nö. Interaktion. Ich will gar nicht. Hallo? Achso. Ihr seid genial, Liebling. Einfach genial. Genial. Dann zeigt mir doch was. Seid nicht so wie der langweilige William. Okay, komm, wir slappen noch ein bisschen. Slap. Und slap, slap, slappity slap, 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 slappity slap. Yeah, slap, slap, slappity slap, 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 slappity slap. Yeah, slap, slap, slappity slap, 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 slappity slap. Yeah. Und was gefällt euch so? Ich mach gern Breakdance. Oh. Yo, check it out. Aha. Vor und zurück. Special move. Und hoch mit der Fregatte. Und jetzt einfach wegwerfen. Ins Kaminfeuer am besten. Ja, hier plaudern. Was ist mit euch? Ich könnte jetzt etwas Aufregung gebrauchen. Ihr seid furchtbar reizvoll. Wisst ihr das? Das finde ich witzig. Oh, Alter. Das sieht so falsch aus. Ihr seid der Beste, Schatz. Und was gefällt euch so? Ich mach mal kurz eine Info zu der Dame. Mittelschicht, hetero, kokett, anspruchsvoll. Ah, okay, ja gut, denn. Was gefällt euch so? Ich erzähl's dir mal. Ihr schafft es, dass man sich gut und gleichzeitig verdorben fühlt. Das ist ein echtes Talent. Das schafft mein Metzger mit seiner Wurst auch immer. Ja, Liebling. Ja. No, dann so, slap, slap, slappity slap, 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 slappity slap. Yeah, slap, slap, slappity slap, 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 slappity slap. Yeah. So, sie hat ihr Herzchen. Toll. Und es war aufregend, mit euch zu flirten im Haus meines Mannes. Ist euch nicht langweilig? Machen wir einen Ausflug. Wie wäre es mit der Brightwall-Brücke? Wie wäre es mit der Kanalisation? Na gut, Schatz, wenn ihr wollt. Komm, Liebling, wir gehen spazieren. Hund? Ach, der mag die natürlich nicht, verstehe ich gut. So, eigentlich spazieren gehen. Läuft man so, wenn man verliebt ist? Oder macht man lieber den hier? Was kann ich? So. Ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt. Ich laufe in Zeitlupe, dass es das noch gibt. Die Welt, sie schnellt vorbei. Nicht so fest, mehr Gefühl bitte. Das wirst du heute Abend betteln, Baby. So, jetzt auf einmal, Entschuldigung. Jetzt düsen wir mal ganz kurz bestimmt wieder auf die Brücke, wo wir damals schon die Himbeereis... Ja, wo wir damals schon die Himbeereisfrisur verführt haben, aus Versehen.
Ich habe die Leute satt. Ich würde am liebsten in die Wüste... So, komm, Alter, ein bisschen schneller hier. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen Albion retten. Was für starke Hände ihr habt, Schatz. So, wenn ihr spurst... Ich liebe diese Aussicht. Und ihr ruiniert sie nicht mit Gerede. Ihr steht nur da und seht gut aus. Mhm. Oh Gott, küsst Veronica. Das... Das sind gar nicht ihre echten Haare, ne? Guck mal, unten gucken die echten Haare raus. Das Weiß ist nur so eine Perücke. Ich dachte mal, das wären so die echten Haare vielleicht. Ich suche gerade Ausreden, damit ich nicht küssen muss. Aber gut, dann zack, Zunge in den Hals bis zur Leber. Veronica. Okay. Das war wow. Ihr müsst wohl einiges an Erfahrung haben. Naja. Oder ihr habt erstaunliche Instinkte. Ich bin auch Jungfrau. Ich muss sagen, ich war so lange mit William zusammen, dass ich vergessen habe, wie furchtbar aufregend das alles sein kann. Ich will mehr. Was meint ihr? Wollen wir es wagen? Ich verlasse William und wir können zusammen sein. Ihr habt einen Ring, ihr habt ein Haus. Man kann euch nur sehr schwer widerstehen, nicht wahr? Nur los, fragt. Dann werden wir ja sehen, ob ich euch widerstehen kann. Macht Veronica einen Antrag? Ich will die nicht heiraten. Ich will dem Typen helfen, aber ich will die nicht heiraten. Das war nicht Part des Deals. Ich kann nicht. Das. Ich will die nicht heiraten. Das ist ein ekelhaftes Frauenzimmer. Ich treffe hier nur ekelhafte Frauenzimmer. Außer die eine aus der Rüstungsschmiede in Dingens. Ja, die müssen wir nochmal besuchen. Macht Veronica. Ach komm, ja, Heiratsantrag. Nein! Heiratet ihr mich? Nein! Nein! Ja! Ja! Oh Gott. Er ist ja mega happy. Voller Stummfilm. Oh, jetzt fehlt nur noch die Scheidung von William. Oh, hätte ich euch doch schon vor 5 Jahren getroffen. Das hätte mir viel Langeweile erspart. Naja, dann kehrt zu William zurück. Mit der alten Fregatte. So, lass die Alte mal laufen. Und wir folgen ihr einfach mal. Ich kaufe eure Sachen. Kommt her und ich kaufe sie euch ab. Ja? Ach, die liebe Veronica. Die größten Krieger haben ihre Schwerter von der uns. Kanzler. So, hinfort und jetzt folgen wir. Ich hoffe, ich kann auch noch hinterherkommen. Alter, die ganzen Kinder hier weg. Entschuldigung. Jetzt lauf. Hak dich nicht fest. Ich will das alles natürlich mitkriegen. Ich habe Neuigkeiten, William. Sie werden euch nicht gefallen und glaubt mir, das bricht mir das Herz. Ehrlich. Ich habe begriffen, dass wir nicht zueinander passen. Besser gesagt, ihr passt nicht zu mir. Also, hier sind die Scheidungspapiere. Ihr seid jetzt wohl ein Ex-Ehemann. Veronica, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer... Kann ich behilflich sein? Danke. Danke, dass ihr genau so seid, wie ich dachte. Was? Ihr habt das alles geplant? Tut mir leid. Ich reiche das gleich morgen früh auf dem Amt ein. Und dann ist unsere Ehe offiziell Geschichte. Danke nochmal. Mein geschäftstüchtiger Liebster, was seid ihr verschlagen? Ihr sprecht mit einem Mann ab, die Ehe zu zerstören und seine Frau mittellos zurückzulassen? Ziemlich hinterhältig, finde ich. Ich frage mich... Zu wie viel Abscheulichkeit seid ihr noch bereit? Denn sehen wir die Sache mal logisch. Wenn er nie bei diesem Amt ankommt, wird die Scheidung nie vollzogen. Und statt einer heißblütigen Geschiedenen hättet ihr dann eine äußerst wohlhabende Witwe zur Frau. Was? Meint ihr etwa, ihr tötet mich? Also,
Eigentlich tötet er euch. Tut mir leid, William, aber es geht um viel Geld. Ihr habt mir keine große Wahl gelassen. Hört nicht auf sie. Ihr könnt einfach gehen. Dann seid ihr raus aus der Sache. Erledigt William oder verlasst das Haus? Was sollen wir wählen? Entscheiden wir uns für den gehörnten Ehemann oder für die heiße... Ja, Blondine ist das ja jetzt nicht, Vanillefrisur. Tut es schnell. Umso schneller kommen wir zusammen. Tut das nicht? Bitte. Ja, Entscheidungen über Entscheidungen. Wie sollen wir uns nur entscheiden in diesen Entscheidungen? Man weiß es nicht. Und ich würde sagen, was wir genau tun, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge herausfinden. Sollen wir uns für die heiße Blonde entscheiden? Für die ekelhafte Frau? Oder sollen wir uns lieber dafür entscheiden, dem guten, lieben, gehörnten Ehemann zu helfen? Ich hab da so zufällig meine Favoriten, hört man bestimmt auch gar nicht raus. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Dankeschön.